Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Der Weide will das Vieh hauen. Ja, ich probier's mal. Ich Jo. wusste es. Viel Schaden macht er nicht. So, ich sehe auch nicht, wie viel Schaden ich mache. Aber nicht besonders viel. Ja, es geht jetzt geht was, ein bisschen, aber. Aller Krokodil, würde ich sagen. Okay. Ja, wird ein bisschen dauern, um das zu verprügeln. Oh. Bleibst du auch stehen? Ich konnte nicht weg, ich habe mich irgendwie festgebackt. Was haben wir denn? Oh, geht. Da wollte ich mal eine Pause haben. Ja. Scheiße, ey, der ist ja so ungelenk hier. Kann er nicht mal stehen bleiben, eine Minute? Ich mach ein bisschen Angst, dass ich euch treffe. Ich muss ja immer ein bisschen. Jetzt dürfte er stehen bleiben. Ja. Weil er auf mich drauf eingeht. Wenn ich nicht weglaufe und unter ihm stehen bleibe, dann. Schaden geht aber. Jetzt hat er aber keine Lust mehr. Den Kollegen noch gar nicht so genau angeguckt. Naja. Dann guck dir den Kollegen mal an. Hab ich schon. Bisschen was haben wir weg, aber dauert ein bisschen. Gut. Da war der mit dem Stress angefangen. Du musst dann Stress auch zu Ende bringen. Muss man eigentlich auch zu Ende bringen, oder? Wollen wir den lassen? Nee. Viertel haben wir jetzt fast. Das geht ja noch. Aber der blutet überhaupt auch. Da war ich mir nicht so sicher. Nein, ne? Doch, aber mit dem Blutungsschaden, da ging es dann los. Da hast du ja, was ich glaub, an, ja. Also ich glaube, das wirkt schon ein bisschen. Also er blutet nicht, vielleicht tritt nur der Harz aus. Aber. Habe ich schon wen aufgeschlitzt von euch? Nö, nö. Hast du vorbeigeschlitzt. Ja, ich. Ja. Mein Eindruck, ich weiß es nicht genau, aber ich, gegen diese großen Bosse ist die Blutung echt nicht schlecht, glaube ich. So, wenn wir jetzt hier zu dritt auch mit den. Oh, aua. Jetzt habe ich mal kurz revanchiert. Wenn wir zu dritt mit den Dingern drauf rumprügeln würden, dann. Wahrscheinlich, würden wir das wahrscheinlich nicht überleben, ne? Kann ich nicht, ich glaube, die Mischung macht es schon ein bisschen aus. Ja. Boah, hält das jetzt fast runter, also geht ganz gut. Machen wir weiter mit dem Dolchen. Aber die Regeneration ist momentan auch echt Deluxe, würde ich mal sagen, ne? Ja, die ist. Oh ja. Mehr geht auch nicht. Ich, gut, das ist wahrscheinlich. Ne, wir lagen ja sehr lange da rum. Bei unseren Tänzern. Sollte mal extra lang getanzt lassen. Die Büsche geben uns noch ein Sack. Hier sehen wir.
denn aus? Oh, naja, ganz so lange dauert es nicht mehr. Geht eigentlich noch. Ups. Habe ich, glaube ich, mal ein bisschen angeschlitzt. Mich nicht. Ja, okay. Mir ist auch nichts. Dann können wir weitermachen. Achso, ich hab's ja. Finde mal, das habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Was denn? Kann ich gar nicht mehr treffen, fällt mir gerade ein. Stimmt, deswegen wahrscheinlich auch nicht. Ja, ne? Also haut drauf. Ja. Oh, also was Blödes habe ich gerade. Was hast du? Hast du was ausgemacht? Ja. Trick 17 quasi. Trick 17. Oh, Moment. Ein bisschen gebackt hier, gehangen. Keine Ausdauer mehr. War ein Drittel noch, ein Viertel noch knapp. Ein bisschen weniger. Ui, noch weniger. Weniger. Nicht mehr lange. So. Schwinger reißt aber doch noch ganz gut. Aber dauert es nicht mal mehr so lange, bis du regenerierst. Sonst hat es ja noch mal 10 Sekunden gedauert, bis du angefangen hast. Wir uns auch mal welche von diesen Eisbiestern vornehmen. Na gut, die Klamotten hängen dann natürlich irgendwann mal auf als 7. Was soll mal zu erwähnen? PvP habe ich jetzt, haben wir jetzt mal komplett ausgemacht, weil ich immer meine Jungs hier aufgeschlitzt habe. Ich hier mit durchen kämpfe. Obwohl der Haken ja schon aus war eigentlich. Trotzdem nicht funktioniert. Jetzt noch außer als ausgemacht oder was? Wir haben es begrenzt quasi auch nachts. Achso. Ich hab die Einstellung nicht gefunden. Aber ganz ehrlich. Jetzt stört mal hier, du Steinklotz. Ah, oh, macht er ja. Hört ja doch, auch. Was nehmen wir denn? Eine Axt? Ja, nimm mal eine Axt. Ja, mach doch mal. Hast du doch zur Hand, oder? Was gibt's Schönes? Exotisches Fleisch, dicke Haut, Ranken, Knochen, dicke Haut. Und die, den Schlüssel für die Kiste. Jo. Wo ist ja nicht jetzt die Kiste? Und irgendein Pfeiler hier, also Schwert hier war noch dran. Also, so meine Klamotten sind jetzt auf halb ungefähr. Ehrlich? Hat schon was eingesteckt. Und bei mir ist nicht viel weg. Zwei Schlüssel sogar. Oh, okay. Dicke Haut brauchen wir nicht unbedingt? Dicke Haut würde ich behalten, ja. Stärkstes Leder werden wir so einiges brauchen. Behalte ich auch. Nee, aber ich kann aber auch was nehmen, wenn du... Es geht ja noch, geht ja noch. Ich bin nur wegen den Dingens. Alles gut, alles gut. Aber jetzt muss ich unbedingt was essen und trinken, sonst liege ich hier gleich wirklich. So, dann müssen wir diese... So, naja, halben Weg. Weil da hinten ist auch ein Weg. Sollten wir jetzt mal weitergehen. Die Richtung auf jeden Fall, das habe ich schon mal ausgelotet. Ja, hier natürlich auch. Ja, hast du jetzt gut gemacht gesagt? Ja. Ach, das ist schön. Da freue ich mich. Dass ich auch mal zumindest die Himmelsrichtung rausgefunden habe. Ja, hier vorne dann gleich leicht rechts. Was ist das? Der Rüstung ist zur Hälfte bei dir noch? Mhm. Ich hab ja, kaum zum was. Ende hin hat er nur eigentlich immer auf mich eingeprügelt. Mhm. Vielleicht einfach den Weg hier lang oder was? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Oh, da vorne sind sie schon. Ach ja, die. Die Brutzelbrüder hier. Wir sind ja jetzt besser ausgerüstet als letztes Mal. Oh ja, der ein bisschen zurück. Da kommt er schon. Oh gut, jetzt sind es gleich wieder zwei. Auch nicht schlimm. Nehmen wir mal den einen, macht ihr erstmal den anderen noch fertig. Das ist Schwede. Ja, ein bisschen stecken wir ein.
So, was hat denn? Mit einem Leuchteschleim dabei. Spinnfäden und jede Menge Gammelfleisch. Also eher undingens, uninteressant. Ist hier schon. Sind auf jeden Fall schon nah dran. Da vorne sehe ich einen Obelisk. Unterhalb des Sees war ein Obelisk, oder? Ne, geradeaus. Nee, an der, unten links. Da war er. Direkt geradeaus, wenn du durchguckst, siehst du schon. Das können wir alle 30 auch rumprügeln. Ja. Das haben sie alle verloren. Da ist noch eine Hütte rechts. Ja. Aber erstmal aktivieren wir den Obelisken, oder? Ja, würde ich sagen. So ein Bursche hier. Kommt der denn wieder her? Kommt von hinten angelaufen, dass wir seine Kumpels verprügelt haben. Fand er nicht so lustig. Einmal links am Wasser lang, würde ich sagen. Oder durchschwimmen, wie ihr möchtet. Nö, ich glaube, am Wasser lang ist schon ganz gut. Da gibt's doch noch was zu entdecken in der Mitte bestimmt. Pilz Almanita. Ja, da ist ein Lager. Da sitzt einer am Feuer. Ja, das sag ich doch. Also, gehen wir jetzt am Ufer lang oder seid ihr jetzt? Wir sind in der Mitte, mit dem kannst du auch quatschen. Ah. Okay. Braga heißt er. Braga. Braga? Kommt der aus Portugal oder? Frag ihn mal. Hallo Braga. What brings you to this God's cursed corner of the world, exile? Behold, the pride of Cimmeria. A clan of soft-minded fools who think they've died and gone to Crom's realm. Never mind that we walk through a desert to get here. Never mind that we can still take pleasure and pain in equal measure. Oh no, we must be in the afterlife because it's foggy. I don't know how much help I can be to you, stranger. I can't even seem to convince my kinsmen to give up their religion. Kaminlotusblüte gibt's hier. I feel like I must stay here. The goat-livered idiots in this clan are still my kin. And there are whites, of course. It's an endless battle to retain my sanity. Beware the old battlefield. Hast du fertig mit ihm gequatscht? Hüte dich vor dem alten Schlachtfeld. Die Unholde sind gefährlich. Hm? Also ein letzter Rat, den er uns mit auf den Weg gegeben hat. Ja, hab so die schlimme Befürchtung, wir gehen definitiv zum alten Schlachtfeld. Ich fürchte auch. Ich will ja nicht vermeiden lassen hier mit euch. Lass mich raten, wir müssen hier irgendwo über 1000 Felsen drüber. Ja, hochgeklettert, das ging. Ach so. Hier direkt am Obelisken oder was? Ja. Oh, wir werden nicht hier mit meinen schmalspurigen Detterkünsten. Hier oben ist auch nochmal so eine Butze. Was für eine Butze? Ach, da gegenüber meinst du? Ah, hoch. Ja. Guck ich mal hin. Wolltet ihr den Ymir lernen? Da ist er in der Nähe. Wo ist er denn? Auf jeden Fall. Wenn nicht weit weg ist, können wir mal vorbei gucken. So. Nordwestlich ein bisschen so am Eis. Ach, da bist du ja. Was ist denn hier im Ort? Das ist die Kaminlotusblüte. Natürlich. Hier ist nicht viel los mit der Schüssel hier, oder? Nee, hier ist eine Kiste drin. Oh. Alles meins. Nee. Doch, ist leer. Oh. Das war ja ein gemeiner Kleid. Der Eis war drin. Ja, ja, wie lange hält das so? 15 Minuten. Oh. Ein paar 1000 Skelette sind hier gerade. 1002. Wo denn? Drinnen? Draußen? Wo drinne. Denn? Hier um die Ecke stehen gleich die nächsten. 12. Wahrscheinlich, weil ich die Finger in der Kiste hatte. Ja, selbstverständlich. Mach aber den Deckel wieder zu, wenn du schon nochmal reinguckst in die leere Kiste.
spawnen die vielleicht immer wieder nach oder was? Da hat noch einer. Vielleicht solange wir hier drin sind, vielleicht müssen wir mal raus. Ich hab wieder zwei. Mein heiliges Schwert scheint mehr Schaden zu machen. Ja, bei den Untoten könnte ich mir das ja fast vorstellen. Das stimmt wohl. Ne, ich glaube, das war's. Waren aber auch nur 5 normale Eis, kein schwarzes oder so. Mhm. Ja, ja. Und Eisen waren ein bisschen Chitin, aber das Eis war ein bisschen interessant und verstärktes Leder. Wie gesagt, aber in 5 Minuten ist es weg. Ne, 15, Entschuldigung. War denn da jetzt die Kiste interessant, dass man die anderen vielleicht hier auch noch abbluten müsste? Mit dem Eis, das war das Einzige, was halt drin war, ne? Und ein bisschen Eisen halt, also das Eis war halt. So, wo ist denn jetzt hier unser König hier vom König der Toten? Oh ja, stimmt, der war ja hier auch irgendwo. Deswegen sind wir doch hier auch unter anderem. Ah ja, okay. Deswegen haben wir doch das Blut mitgenommen. Ja, ja, genau. Wo ist denn der? Müsste jetzt eigentlich hinter uns sein, wenn nie alles, aber ich weiß nicht mehr so genau. Hinter uns ist doch nichts. Kommen wir ja gerade her. Wo der Höhleneingang ist, weiß ich natürlich nicht. Wäre schlecht vorbereitet hier. Oder scheint auch eine Siedlung zu sein, ne? Ich sehe da die. Ja. Ja. Bälle. Hier wieder. Runter oder was? Was wo? Ist nicht besonders tief hier. Nee. Das Klagegehölz. Geister. Der kann er. Ja, noch keine Entdeckung gemacht von dem Ort hier. Irgendwie nicht so. Ist da? Hab ich's verpennt. Nö. Aber bei mir auch manchmal ein bisschen schwierig. Vielleicht kommt's gleich noch. Oder lauf nochmal runter, wieder hoch. Oh, hier wohnen aber diverse da hinten. Na, wer bist du? Ja, Zimmermann. Da kommt schon wieder einer. Oh, wie ich einfach mal gar nichts auf. Dann schnapp ich mir mal der Herzen der Jutenleute hier. Ja. Oh ja, ist da scheiße. Kann man hier mit runter reinkommen? Wo bist du denn? Haus da rein, da war doch eben gerade einer auf dem Haus mit mir. Ja, ja, da. Alles gut da? Jojo. Jo. Stahlbarren. Stahlbarren. Eine Hirschtrophäe. Die Füße stehen noch. So. Warum habe ich das immer noch nicht entdeckt? Dann nochmal. Aus. Bestimmt Leute von Braga hier. Einmal rechts rum. Ja. Hast du entdeckt? Nee, immer noch nicht. Komisch. Warum latscht noch wer? Ja, der Martin ist in seiner Kiste, guckst. Aua.
denn da los, Leute? Ich wollte nur mal kurz in die Kiste reingucken. Da haut er mich. Hier ist noch eine. Eisenbarren, Rinde, ja. Langschwert, Knochen, Holz, gekochter, schmackhafter Fisch und Steine. So. Und nu? Lass uns nochmal im Kreis hier rumlaufen. Wahrscheinlich geht's rechts und weiter. Hier geht's da auch noch dick weiter hier. Hier wird's noch. Komm nochmal, die gleiche Größe mindestens. Ja. Ja, da und irgendwelche Geister hier? Ich habe noch keinen gesehen. Hier geht's auch noch mal rechts hoch. Oh, 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 oh. Oh, ich habe ein paar Freunde gefunden. Müssen wir hier gleich hier eine. Olli! Mal gleich hier ein bisschen aufhalten an der Treppe hier, an der Brücke hier. Schild, ey, er deckt alle anderen mit hier in der Blume. Noch wisst ihr, wo ihr seid. Die sieht natürlich auch alles gleich aus. Der Zuchtmeister. War hier mit der Tante? Jo. Kannst du noch ein bisschen was aufschlitzen? Sehr gerne, hier schlitze ich einmal mit dem Messer komplett durch. Du sammelst alles ein, was wichtig ist, ja. Ich sammle jetzt auch erstmal alles ein, was hier gibt. Das ganze Menschenfleisch will loswerden. Na, hier ist aber. Nicht viel los. Hat sich nicht so gelohnt. Ich weiß nicht, was sie hier gemacht haben. Nix los bei denen. Ja, kannst du mal gucken, wie, was die da veranstaltet haben sollen. Das ist gut, ich trinke ja schon was. Bisschen eintönig da, oder? Ja, in der Tat. Wir sind eigentlich nur ein Dorf weitergelaufen. Oh, Braga steht jetzt hier. Wie steht es hier? Bist du unten wieder, oder was? Nein, nein. Ich bin über die Brücke gegangen und dann links. Achso, wir sind rechts. Ja. Ah, ja. Schnetzeln uns hier so ein bisschen durch. Ja, ich sehe euch. Du bist falsch gelaufen, Floki. Oh ja? Das ist der Weg zurück, ja. Ah ja. Da oben steht jetzt Braga, wenn er. Da hinten oder was? Ja, das ist Braga da hinten. Wie kommt der da hin? Keine Ahnung. Müsst ihr noch mit ihm reden, vielleicht weiß er was Neues. What brings you to this God's cursed nee. Corner of the world, exile? Sich genauso an. Und die sind hier. Sind die hier friedlich? Oh. Bis jetzt ja. Jetzt nicht mehr. Hast du einen verpasst oder was? Nö, nö. Haben auf einmal ihre Bogen gezockt und. Bedroht gefühlt, wenn du da vorbeikommen bist. Jo. Hilfe! Ganz schöner Auf. Was hier ein Aufmarsch? Hallo? Oh, oh. Ich muss mal weg. Dann lauf. Immer so ein bisschen nacheinander erledigen hier, weil so vier auf einmal ist dann doch ein bisschen glücklich. Pause. Ich glaube, jetzt ist gar nicht mehr zu Hause. Die liegen alle auf der Straße. Ach, ja. hier schreien noch zwei. Achso. Wie die Wikinger knallen wir hier durch. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen was.
transportieren hier? Nicht in unseren Helmen. Ja. Das ist aber auch scheiße groß hier drin, in dem Dörfchen. Wohl wahr, irgendwo ist hoffentlich auch der Eingang zum. Stahlpickel habe ich schon gefunden. Augenblick sind wir relativ weit weg, das muss eher ein Teil links von dem See sein. Wir laufen ja einmal rum jetzt quasi. Ja. Das ist nicht auch wieder dunkel. Oh. Das ist ein bisschen doof. Aus dem Haus raus. Sollten jetzt, wo seid ihr denn? Hinter dir. Trotzdem mehr. Oben ist unser Penner. Bleib doch mal stehen. Ja, die schießt immer auf mich. Bleib jetzt auch mal stehen, aber die geht trotzdem immer irgendwie. Ach, ist stehen geblieben? Hätten wir das Problem jetzt nicht. Doch, ich stehe hier rum. Ich meine ja auch sie hier. Achso. Auch schon ganz gut überladen, wa? Geht, da ich das Menschenfleisch immer wegschmeiße, geht es. Wenn wir aber hier lang gehen, die Richtung, da ist der Imir-Lehrer nicht weit. Dann nehmen wir den schnell mit, oder was? Wenn er nicht wirklich nicht weit ist, ja. Nee, der ist nicht weit. Ich befürchte, wir müssen da auf den Berg hoch, so wie das von hier aussieht. Oh ja. Ist der im Schnee, nee, oder was? Nee, das muss noch vor dem Berg sein. Oh ja, dann ist er wirklich nicht weit. Na gut, dann. Und dann mal hin. Komm dann mal zurück hier zu. Oder im Dorf hier. Dann sind sie wahrscheinlich man alle. Hier den Hang müsste man wohl irgendwie hoch noch. Ja, hier hinten weiter ist nicht ganz so steil. Bisschen weiter rechts. Was? Rechts, zack. Hoffe ich. Obwohl. Weiß nicht, ich hätte, wäre er links gegangen. Kommst du nicht hoch hier klettern? Scheiße. Er geklettert. Oh ja, dunkel. Nee, reicht nicht. Hier links geht's, glaube ich, hoch. Per Weg. Ja. Warte mal hier am Wegesanfang auf euch. Ja, ich sehe dich dann. Ja, hier dann irgendwie ein bisschen rechts, dann soll das irgendwo sein. Irgendwie vor uns eigentlich. Ja, was? Oh. Bär. Naja, sowas ähnliches wie ein Bär. Bär und ein Säbelzahntiger. Braucht den Kopf von den beiden, wenn es geht. Oh, Entschuldigung. Hab ich zu spät gehört. Wo ist der Tiger hin? Achso. Ja, den habe ich leider schon geerntet. Gibt's Köpfe? Jo. Schwarzbärkopf. Ja. Jetzt eigentlich hier irgendwo vor uns. Nein. Die wiegen aber auch mal schlappe Zehen, die beiden Köpfe da. Oh. Ach, kann's mal wieder hell werden vielleicht. Also oben auf dem Berg ist ein Feuer, das ist ja quasi Luftlinie vor uns. Soll ganz ziemlich hier sein. Oben auf dem Berg. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine kurze Rast, bis mal wieder hell ist. Und dann machen wir jetzt mal hier Schluss für diese Folge. Tatsächlich, da oben würde ich sagen, könnte sein, aber kann auch nur ein Lager sein. Das finden wir mal in der nächsten Folge raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis denn. Ciao, ciao.